Sinnliche Laster. Eine Fairfire-Lovers Kurzgeschichte. Verfasst und gelesen von Tara Meester. Aufseufzend näherte sich dem Herrenhaus, welches von hohen Bäumen umgeben war. Seit dem letzten Halt vor einigen Stunden hielt er den Brief in den Händen, den er zur Orientierung gebraucht hatte. Das Papier war mittlerweile zerknittert und der leichte Nieselregen hatte wohl auch die Worte, die mit Tinte geschrieben waren, verwischt und unleserlich gemacht. Das war ohne Bedeutung, denn Isaiah wusste, was dort gestanden hatte, zu seinem Bedauern. Sein alter Freund Charles Fairweather hatte offenbar den Verstand verloren. Dies bezeugte das Schriftstück, um das sich seine behandschuhten Finger klammerten. Charles bat ihn darin um sein Erscheinen und darum, dass er dessen Tochter einen goldenen Ring überstreifte. Der Umstand, dass das Mädchen kaum 18 Jahre alt war, schien Charlie nicht zu bekümmern. Was daran so schlimm war? An sich nichts, wenn man nicht gerade ein Mann von beinahe 50 Jahren wäre. Abermals entrang sich ein Seufzen seiner trockenen Kehle. Nun gut, er war 3 Jahre von den vollen 50 entfernt, doch für ein so junges Mädchen würde das eher keinen Trost bedeuten. In Lindsay Fairweathers Augen war er gewiss nichts weiter als ein alternder Mann, der seine besten Jahre hinter sich hatte. Also das genaue Gegenteil von ihr. Isaiah brachte sein müdes Pferd dazu, stehen zu bleiben, und fuhr sich in einer fahrigen Bewegung durch sein dichtes, schwarzes, an manchen Stellen bereits ergrautes Haar, welches vom Regen durchnässt war. Er schwang sich vom Rücken des Schimmels und pfiff die Hunde zurück, die er mitgebracht hatte, um die lange Reise nicht alleine bewältigen zu müssen. Natürlich hätte er auch Personal oder Leibwächter mit sich nehmen können, doch ihm stand nie der Sinn danach. Andere Männer seines Standes und mit seinem Reichtum schmückten sich gerne mit eben diesen. Isaiah gehörte nicht zu ihnen, sondern war lieber in Gesellschaft seines Rudels gehorsamer Jagdhunde, denen er sein Wohlhaben zu verdanken hatte. Seine Tiere waren im ganzen Land die beliebtesten Begleiter eines jeden Jägers und Hundefreundes. Man rühmte sich sogar oftmals damit, einen echten Winterbottom zu besitzen. Solange man die Hunde gut behandelte, war es Isaiah gleichgültig, ob man sie als Statussymbol betrachtete. Für ihn waren sie allerdings kein solches, sondern vielmehr betrachtete er sie als Freunde. Die vierbeinigen Jäger, 5 an der Zahl, waren gehorsam umgekehrt und scharten sich um seine Füße, während er sich an einem Baumstamm lehnte, um sich vor dem Regen zu schützen und sich eine Zigarre ansteckte. »Ich hoffe, ihr wisst um die Ungesundheit dieses Lasters, Sir«, brach eine angenehm zarte Stimme die Stille, die ihn kurz umgeben hatte. Isaiah wandte sich irritiert zu dieser um und erblickte ein grünäugiges und sachte schmunzelndes Mädchen, welches offenbar auf der anderen Seite des Baumes Unterschlupf gesucht hatte. Er unterließ es aufgrund mangelnder Wichtigkeit, sie zu korrigieren, dass er eigentlich mit »My Lord« anzusprechen wäre. Die Hunde wollten sich erheben, doch er wies sie scharf an, liegen zu bleiben, denn er hatte bereits des Öfteren die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten Frauen sonderlich angetan waren, wenn sie von 5 schmutzigen Rüden begrüßt wurden. Seine Tiere waren folgsam, doch stürmisch. Der Umstand, dass man das Wissen um die Schädlichkeit leicht verdrängen kann, ist vermutlich der Grund dafür, warum man es »Laster« nennt, gab er neckisch zurück und musterte die schmale Gestalt, die an seine Seite trat. Die junge Frau war ohne Begleitung. Diese Tatsache und ihr schmuckloser Aufzug verrieten ihm, dass das Mädchen eine Dienstmagd war, die sich auf dem Weg zurück zu ihrer Herrschaft befand. Ein ausgesprochen schlichtes Kleid in unaufregender grauer Farbe schmiegte sich an ihren zierlichen, beinahe kurvenlosen Mädchenkörper. Langes, feucht glänzendes Haar war zu einem einfachen Zopf gefasst und undefinierbar bräunlich oder dunkelblond. Die Züge seines Gegenübers wirkten etwas zu scharf für jene einer Frau, waren jedoch nicht unschön. Ihre sattgrünen Augen funkelten ihn an. »Oh, gleich so schnippisch, der Herr«, entgegnete sie scherzend. Isaiah schüttelte den Kopf, denn auf diese Weise hatte er seine Worte nicht gemeint. »Nur offen, Mädchen, du musst verzeihen.« Ihr Blick, der sich an dem Seinen festhielt, oder war es umgekehrt, leuchtete schelmisch auf. »Ein kleiner Zug hiervon könnte euch erneut in meiner Gunst stehen lassen«, murmelte sie mit einem Lächeln auf den Lippen und griff zu seiner grenzenlosen Überraschung sanft nach der Zigarre in seinen Fingern. Er ließ das tollkühne Mädchen gewähren. Neugierig beobachtete er es dabei, wie es den Rauch einzog und diesen sehr befriedigt wirkend wieder ausatmete, ehe sie ihm sein kleines Genussmittel zurückgab. Die Sinnlichkeit seines Lasters war ihm bis zu diesem Augenblick verborgen geblieben, doch er hatte sie zu seinem Leidwesen soeben bemerkt. Er hatte noch niemals eine Frau an einer Zigarre ziehen sehen. Es war ausgesprochen interessant gewesen. Ein wenig zu interessant vielleicht. »Zu Hause sieht man es nicht gerne, wenn ich rauche, so kamt ihr mir gerade recht«, gestand sie amüsiert, wohl da sie seinen verwirrten Gesichtsausdruck bemerkt hatte. »Gerne teile ich mein Laster wieder mit dir, solltest du bei Zeiten erneut das Bedürfnis verspüren«, schmunzelte er belustigt und atmete dann selbst den Rauch ein, der seine Nerven stets oder meist beruhigen konnte. »Ein sehr großzügiges Angebot, Sir. Vielleicht darf ich euch allerdings um einen weiteren Gefallen bitten?« Ihre dunklen Augenbrauen hoben sich eine Winzigkeit, während sie zu ihm aufsah.
Nun, hakte er nach, um zu erfahren, was sie von ihm begehren könnte. Ihr Blick senkte sich. Ich habe eine Schwäche für Hunde. Würdet ihr mir gestatten, sie zu streicheln? Aisea war erstaunt. Frauen hatten für gewöhnlich eine Schwäche für Welpen, solange sie noch klein genug waren, um sauber herausgeputzt und gekämmt auf ihren Schößen zu sitzen. Allerdings hatte er bisher keine Dame kennengelernt, die eine Vorliebe für 5 wild wedelnde, schlammbedeckte Kerle hatte, welche nur darauf warteten, sich auf sie stürzen zu können. »Ich befürchte, die Hunde würden dein Kleid ruinieren, Mädchen«, gab er zögerlich zurück, da er unschlüssig war, wie er handeln sollte. »Das macht mir nichts, ich bin nicht zimperlich«, kam sogleich zurück. Ihre Worte vollbrachten es, dass ihm die Lippen leicht offen standen, ehe er sich besann und den Mund schloss, wie es die Höflichkeit von ihm verlangte. »Verzeih mir, ich bin es nicht gewohnt, mit Dienstmädchen zu verkehren. Die Ladies, denen ich allerdings ebenfalls nicht oft begegne, sind nämlich durchaus zimperlich«, brachte er hervor und rügte sich einen Moment darauf für seine ungeschickte Aussage. »Nicht, dass etwas Schlechtes daran wäre, ein Dienstmädchen zu sein. Ich meinte nur, dass ich keine beschäftige und somit nicht viel Umgang mit ihnen pflege.« Das klang ja noch überheblicher. Himmel, warum sprach er hier gerade solchen Unsinn? Die junge Frau blickte aus großen Augen zu ihm auf, und der eindeutig amüsierte Zug, der ihre schmalen Lippen umspielte, ließ ihn erahnen, dass sie denselben Gedanken hegte. »Nun, wenn du es möchtest, lasse ich sie frei, aber garantieren kann ich für das Heilbleiben deines Kleides nicht«, meinte er schließlich eilig, um nicht weiteren Schwachsinn von sich zu geben. »Vielen Dank, Sir.« Unverhohlene Freude blitzte in dem Grün auf, das eine gewisse Faszination auf ihn ausübte, ehe sich die zierliche Frau hinabbeugte und er den Hunden ein Zeichen gab. 5 wild gewordene Jagdhunde stürmten den Bruchteil einer Sekunde später auf das Mädchen ein. Doch statt einem erschrockenen Aufschrei, den er trotz der zuvor beteuerten Gelassenheit erwartet hatte, entrang sich diesem schönen Mund ein entzückendes Lachen. Aisea blickte staunend zu der Dienstmagd hinab, während sie seinen fordernden Rüden Liebkosungen zuteil werden ließ, ohne darauf zu achten, wie der Stoff ihrer Kleidung den Schmutz geradezu aufsog. »Wie heißen Sie?« fragte sie und sah kurz zu ihm auf. »Du würdest dir den Namen nicht merken, geschweige denn die Hunde auseinanderhalten können«, erwiderte er abwinkend und bemerkte zu spät, dass er erneut arrogant klang. Es war nur so, dass ihn die Vergangenheit einige Dinge gelehrt hatte. Doch die Tatsache, dass es ihm gerade nicht gelingen wollte, seine ehrliche Freude über ihr Interesse zu zeigen, war merkwürdig. »Prüft mich«, gab sie schmunzelnd zurück, und Isaiah kam ihrer Bitte, oder war es ein Befehl, nach, indem er sich zu ihr auf den nassen Boden gesellte, um auf den jeweiligen der Hunde deuten zu können. »Das hier sind Rushcunny und Rattleton«, er zeigte auf die beiden Brüder, die wirklich kaum zu unterscheiden waren. »The Four, Serendipity, Charm.« »Ihr habt guten Geschmack«, murmelte sie anerkennend, während sie sich zeitgleich mit ihm erhob. Ihr Lächeln war einnehmend, etwas zu einnehmend. Rush war nicht zufrieden damit, dass die junge Dame aufgehört hatte, ihn zu streicheln, und sprang sie ungestüm an, so dass sie das Gleichgewicht verlor. Isaiah griff eilig nach ihr und zog sie an seine Brust, um sie vor einem Sturz zu bewahren. Für einige schnelle und wilde Herzschläge sah er wie gebannt zu ihr hinab, streifte mit dem Blick ihre Wangen und ihre leicht geöffneten Lippen, ehe er erneut dem Grün ihrer Augen begegnete und sich dazu zwang, sie freizugeben. Was ging in ihm vor? Warum war er aufgebracht? »Vielen Dank«, meinte das junge Mädchen, für ihn ohnehin viel zu junge Mädchen, und wandte sich von ihm ab, um einige Schritte zu tun und sich noch einmal umzudrehen. »Vielleicht möchtet ihr mich hier eines Tages prüfen, wegen der Namen eurer süßen Hunde.« Eben diese Tiere sprangen um sie herum und wollten sie nicht gehen lassen. Isaiah ging es ähnlich, doch er verkniff sich die ihm heiß auf die Zunge brennende Frage, wo er sie finden konnte. Immerhin befand er sich gerade auf dem Weg zu Charles Fairweather, um dessen Tochter zu ehelichen, zur Hölle. Das konnte ihn jedoch nicht davon abhalten, dieser herrlich grünäugigen Frau nachzustarren und sich zu wünschen, dass er sie wiedersehen durfte. Obgleich er wusste, dass es nicht geschehen würde oder gar sollte. Ihr törichtes Herz klopfte immer noch schneller, als sie das Herrenhaus betrat. Es raste wegen dieses Mannes. Aretha kam auf sie zugelaufen, musterte mit entsetztem Gesichtsausdruck ihr schlammbedecktes Kleid und meinte atemlos, »Lord Winterbottom ist bereits eingetroffen. Wo warst du so lange?« »Ich weiß, wir sind uns schon über den Weg gelaufen.« Ihre Wangen röteten sich, ohne dass sie etwas dagegen tun könnte. Man hatte ihr nie erzählt, was für ein attraktiver Mann der Jagdhundezüchter war. »Himmelkind, geh dich umziehen, man wartet auf dich«, zischte die alte, liebenswerte Zofe und scheuchte sie mit wedelnden Händen in Richtung Treppe. Eilig gehorchte sie der Aufforderung und hastete in ihre Gemächer, um sich ihrer schmutzigen Kleidung zu entledigen, sich die Hände zu waschen und in ihren Schränken nach etwas Passendem zu kramen.
Ihre fehlende Eitelkeit und ihr geringes Interesse an Mode machten es nicht einfach, doch sie stellte plötzlich den Anspruch an sich, zumindest während Lord Winterbottoms Anwesenheit hübsch auszusehen, soweit dies möglich war. Hastig schlüpfte sie in eines ihrer feineren Sommerkleider aus pastellgrünem Stoff. Aretha stand unvermittelt hinter ihr und half ihr, die Schnüre im Rücken zu binden. Leise bedankte sie sich dafür. Ungeschickt löste sie den schlichten Zopf, bürstete unwirsch die Strähnen und entschied sich dazu, ihr Haar offen zu tragen, obwohl sie es selten tat. Behutsam stippte sie ihren Zeigefinger in ein kleines Behältnis und brachte mit der geschmeidigen Lotion ihre Lippen zum Glänzen, ehe sie einige Tropfen Parfum zwischen ihren Handgelenken verrieb. Ein prüfender Blick in den großen Spiegel desillusionierte sie. Nein, sie war wahrhaftig keine Schönheit, und sie war sich dieses Umstandes allzu bewusst. Ihre schmale Nase war dermaßen lang wie die einer der unbeliebten Hexen, die man aus den Märchen kannte, und ihre ungeküssten Lippen waren nicht annähernd so voll und sinnlich, wie ein Mann sich das wünschte. Ihre Augen wurden zwar von tiefschwarzen, langen Wimpern beschattet, doch waren von seltsamer, nicht sehr ansprechender Farbe. Nun, es hatte seine Gründe, warum selbst ihr Vater, der sie über alles liebte, sagte, dass der Intellekt ihre Stärke sei und nicht die Damenhaftigkeit. Das Problem daran war eben nur, dass die meisten Männer keine Intellektuelle, sondern eine schöne Frau oder im besten Fall beides wollten. Innerlich aufseufzend und mit Mühe verdrängte sie die Gedanken, die gerade sehr unpassend kamen, und machte sich auf den Weg in den Salon. Ihre Schritte wurden langsamer, je näher sie der dunklen Tür des Zimmers, aus dem leise Stimmen drangen, kam. »Nun geh schon«, drängte Aretha, deren Anwesenheit sie beinahe vergessen hatte, und sie nickte, während sie gehorsam eintrat. Das Gespräch verstummte und ihr Vater erhob sich mit einem freudigen Ausruf. »Da bist du ja endlich, mein Liebling!« Ihr Blick ruhte auf dem attraktiven Lord, der aus großen, ozeanblauen Augen zu ihr aufsah und welchem vor Staunen die perfekt geformten Lippen leicht offen standen. Es amüsierte sie. »I say ya, das ist meine Tochter Ainsley, Lindsays Stiefschwester«, stellte ihr Vater sie seinem Freund vor und schob sie mit der Hand in ihrem Rücken ein wenig weiter in den Raum. Lord Winterbottom erhob sich eilig und machte einige Schritte auf sie zu, um nach ihrer Hand zu greifen und sich tief darüber zu beugen, ehe er einen Kuss andeutete, dabei jedoch wahrhaftigere Haut streifte. Ein angenehmer Schauer durchwanderte ihren Körper. »Ich hoffe inständig, ihr könnt mir mein Verhalten verzeihen. Ich habe mich schrecklich respektlos benommen, my lady«, murmelte er, als er sich wieder erhob, um in ihre Augen zu sehen. Er schien ehrlich besorgt. »Es gibt keinerlei Grund, euch etwas zu verzeihen. Ihr wart sehr freundlich«, gab sie mit leiser Stimme zurück. »Wo sind denn eure Hunde?« Ihre Stiefmutter mischte sich in schnippischem Tonfall ein. »Die schmutzigen Tiere sind draußen, wo sie hingehören, Ainsley. Wenn nun alle wieder Platz nehmen könnten, um die Gemütlichkeit zu wahren, hm?« Ainsley hatte die Hunde gar nicht im Hof gesehen. Vielleicht hielten sie sich im Garten hinter dem Haus auf. »Ihr seid euch bereits begegnet?« fragte ihr Vater verwundert, während sie sich setzten. Ainsley nickte schwach und entgegnete kaum hörbar. »Ich war unten am See, weil ich das Gewitter sehen wollte. Auf dem Rückweg kreuzten sich durch Zufall unsere Wege.« Unwillkürlich lächelnd warf sie dem Lord einen flüchtigen Blick zu, den er zu ihrer Verwunderung erwiderte. »Als ob es vom See aus anders aussehen würde als von deinem Fenster aus«, warf Lindsay ein, fuhr mit ihren Fingern durch die hellblonde Lockenpracht und verdrehte die himmelblauen Augen. Ainsley sparte sich die Erklärung, dass es einen Unterschied machte, ob man ein Gewitter am Himmel oder am See miterlebte, weil die Wasseroberfläche stets aufgebracht war, wenn der stürmische Wind darüber streifte und dies einen herrlichen Anblick abgab. Herrlich, doch nicht annähernd so anziehend wie der schöne Mann, der ihr gegenüber saß. »Nun, wo waren wir, als Ainsley uns unterbrochen hatte?« ergriff ihre Stiefmutter das Wort und dachte kurz nach. »Ach ja, meine Lindsay spielt ausgezeichnet Klavier und kann auch mit einer Geige mehr als passabel umgehen. Im Winter haben wir ständig die Nachbarn hier, weil sie meiner Tochter lauschen wollen.« »Oder weil Vater stets den besten Whisky im Haus hat«, warf Ainsley ein. Ihr Vater bedachte sie mit einem tadelnden, doch unverkennbar amüsierten Blick, während Lord Winterbottom zu ihrer übergroßen Freude den Kopf senkte, um sein hübsches Grinsen zu verbergen. »Rührt dein offensichtlicher Unmut vielleicht daher, dass du es nie geschafft hast, dein Instrument zu erlernen?« wollte ihre Stiefmutter wissen und musterte sie vernichtend, um sie zum Schweigen zu bringen. »Gewiss«, stimmte Ainsley leise zu, um ihre unangebrachte Unhöflichkeit rückgängig zu machen und sich nicht allzu viel Ärger einzuhandeln. Ihre Stiefmutter fuhr fort, Lindsays Vorteile hervorzuheben, doch Ainsley lauschte den üblichen Phrasen nicht. Stattdessen betrachtete sie verstohlen den dunkelhaarigen Mann mit den ozeanblauen Augen und dem großen Körper, der in schlichte, doch seine Stattlichkeit betonende Kleidung gehüllt war. Ab und an begegneten sich ihre Blicke und ihr Magen reagierte darauf mit einem merkwürdigen Flattern, welches sie als sehr angenehm empfand.
Die Zeit verging schnell, obwohl sie für Ainsley stillzustehen schien. Doch schließlich meinte ihr Vater, er würde sich mit dem Lord eine Weile in sein Arbeitszimmer zurückziehen, während ihre Stiefmutter und Lindsay sich früh zu Bett begeben wollten. Ainsley erhob sich, als die beiden Ladies den Raum bereits verlassen hatten, und küsste ihren Vater auf die Wange, ehe sie einen kleinen Knicks vor Lord Winterbottom machte, was sonst gar nicht ihre Art war. Ihr Vater grinste. »Ich wünsche den Herrn eine geruhsame Nacht.« »Das wünsche ich euch ebenfalls, Lady Ainsley«, murmelte Lord Winterbottom und griff zu ihrer Überraschung erneut nach ihren Fingern, um sachte doch spürbar ihren Handrücken zu küssen. Himmel, hatte dieser Mann weiche Lippen. Sehr verheißungsvoll. Ebenso die Art und Weise, wie er ihren Vornamen aussprach. Eilig verließ sie das Zimmer, um niemandem die Zeit zu geben, ihre geröteten Wangen zu bemerken, und atmete einmal tief durch. Irgendetwas war mit ihr geschehen, als sie Lord Winterbottom zuvor im Regen begegnet war. Ein Donnergrollen drang an ihre Ohren und holte sie aus ihren Gedanken. »Mutter, erlaubst du, dass ich die Hunde hereinhole? Es klingt nach einem weiteren Gewitter«, bat sie hoffnungsvoll und blickte zu ihrer Stiefmutter auf, die fast am oberen Absatz der Treppe angekommen war. »Die dreckigen Köter bleiben draußen«, gab diese kalt zurück, ohne sich auch nur flüchtig zu ihr umzudrehen, und war gleich darauf verschwunden. Erstens waren die süßen Hunde des Lords keine Köter, und zweitens konnte sie diesem Befehl nicht gehorchen. Stattdessen holte sie einen Eimer mit warmem Wasser und einige Lappen aus der Küche. Suchend um sich blickend trat sie in den gepflegten Garten hinaus, und einen Augenblick später kamen die Hunde angelaufen, an deren Namen sie sich, entgegen den Erwartungen des Lords, bestens erinnerte. »Na, ihr süßen Kerle«, wisperte sie, während sie Rushkani die schlammigen Pfoten säuberte. »Ihr werdet heute Nacht bei mir schlafen, damit ihr euch nicht vor dem Gewitter fürchten müsst.« Als sie jedem der weiß-braun-schwarz gefleckten Burschen den Schmutz vom drahtigen Körper gewaschen hatte, begann sie, einen nach dem anderen in ihr Zimmer zu tragen, möglichst ohne dabei von jemandem erwischt zu werden. Das Glück war ihr an diesem Tag gnädig. Niemand begegnete ihr. Sein Pfiff gellte bereits zum zweiten Mal durch die stürmische Nacht, doch die Hunde kamen nicht. Isaiah wurde langsam nervös. Verflucht, er hätte niemals zulassen dürfen, dass man seine Tiere hier draußen ließ, obwohl das Gewitter umgedreht hatte, um erneut über ihre Köpfe hinwegzufegen. Doch er war Gast in diesem Haus und wollte nicht unhöflich sein. So ignorierte er mühsam die unschöne Behandlung, die man seinen Hunden zuteil werden ließ. Sollte diese Anwandlung von falscher Höflichkeit seinen Burschen geschadet haben, würde er sich das nicht verzeihen. »Rush«, rief er auffordernd in den Garten, um den Anführer des Rudels auf sich aufmerksam zu machen. Nichts regte sich, zu seiner mächtigen Beunruhigung. Also machte er auf dem Absatz kehrt, riss seinen Reisemantel vom Haken und wollte sich mitternächtlich auf den Weg machen, um die Tiere zu suchen, die sich vermutlich irgendwo vor dem Gewitter schützen wollten. »Isaiah, was tust du zu so später Stunde noch außerhalb deines Bettes?« Es war Charles, der Pfeife rauchend aus seinem Arbeitszimmer in den Gang trat und dem er wohl dieselbe Frage stellen könnte, wenn es ihn im Moment interessieren würde. Die Sorge hielt ihn jedoch davon ab. »Meine entlaufenen Hunde suchen«, gab er knapp zurück und wollte sich verbitten, den Hausherrn darauf hinzuweisen, dass ihm das erspart bliebe, wenn dessen Gemahlin die Tiere ins Haus gelassen hätte. Charles lachte unterdrückt und deutete ihm an, mitzukommen. »Dabei kann ich dir behilflich sein, alter Freund.« Isaiah folgte ihm irritiert nach oben, bis sie vor einer Tür stehen blieben, die Charles nach einem Deuten an seine Lippen, der Bitte um Ruhe, öffnete. Isaiah schluckte trocken und befürchtete, dass ihm der Mund offen stand. Es war ein solch berührender Anblick, dass es ihm die Sprache verschlug. In der Mitte des kleinen Gemachs stand ein Himmelbett und in eben diesem ruhten seine fünf Hunde. Zusammen mit einer lieblich schlafenden Ainsley, die Rushkani im rechten Arm hielt, welche seinen Herrn zwar bemerkte, es aber nicht der Mühe wert fand, diesem mehr als einen flüchtigen Blick zu schenken. Isaiah ließ, wohl aufgrund der Müdigkeit, den unangebrachten Gedanken zu, dass ihn auch nichts mehr sonst auf dieser Welt interessieren würde, wenn er in den Armen dieser bezaubernden Lady läge. Charles übernahm es an seiner Stelle, ihn von der Szene loszureißen, indem er die Tür lautlos wieder ins Schloss zog. »Keinen Moment habe ich geglaubt, dass mein kleiner Liebling deine Hunde da draußen dem Regen ausgesetzt verweilen lässt. Sonst hätte ich meiner Gemahlin natürlich widersprochen und die Tiere hereinholen lassen.« Isaiah brachte lediglich ein ausgesprochen schwaches Nicken zustande. Er war zu aufgewühlt, um etwas zu erwidern. »Ich hoffe, du kannst jetzt in Ruhe schlafen«, meinte Charles mit einem merkwürdigen Grinsen auf den Lippen und machte sich gemächlich auf den Weg in sein Schlafzimmer. »Sie ist unverheiratet«, stellte Isaiah gerade so laut fest, dass sein Freund ihn hören musste. Dieser hielt inne und wandte sich zu ihm um. »Mhm. Hat sie einen Verehrer?« Es kam ihm unwillkürlich über die Lippen.
Nein, schmunzelte Charles. Wie du siehst, ist sie keine Schönheit. Isaiah war irritiert und ein Funken Zorn glomm in ihm auf. War dieser Mann noch bei Sinnen? Nein, Charles, das sehe ich nicht. Gut, gut, entgegnete sein alter Freund gedehnt und verschwand um die Ecke. Isaiah stand alleine im dunklen Gang und starrte auf die geschlossene Tür. Schlafen? Viel wahrscheinlicher würde er den Rest der Nacht wach liegen und versuchen, nicht an die junge, schöne Lady Ainsley zu denken, und es vermutlich dennoch tun. Schweigend saßen sie sich alle am Frühstückstisch gegenüber. Lediglich Charles war zum Unmut seiner Frau mit einem der Hunde beschäftigt. »Ja, feiner Rushkani, hol dir die Wurst!« Isaiah sah, weil er das Mädchen ohne Unterlass oder Willkür beobachtete, wie Ainsley einen prüfenden Blick auf den Hund warf, der nicht Rush war. »Das ist Rattleton«, korrigierte sie ihren Vater, und Isaiah war erstaunt. Und vor allem war er mächtig beeindruckt. »Thor liegt dort drüben neben der Kommode«, Charm befindet sich unter Lord Winterbottoms Stuhl, Serendipity verweilt neugierig nach draußen starrend vor der Glastür, und Rushkani sitzt hier neben mir. Nun kraulte sie dem Anführer seines Rudels, der nicht von ihrer Seite weichen wollte, die Brust. Ihr herrlich grüner Blick traf für einen Moment auf den Sein, und Isaiah glaubte, ein zartes Lächeln auf ihren Lippen zu erkennen. Zur Hölle, er wollte diese liebreizende Lady zu seiner Frau machen. »Ja, aber wieso wedelt dann der hier, wenn ich ihn Rushkani nenne?« fragte Charles kopfschüttelnd und stopfte noch mehr Wurst in den gefräßigen Rattleton, der sich bei keiner Leckerei zweimal bitten ließ. »Nun, vielleicht liegt das ja daran, dass du ihm unaufhörlich Leckerchen vor die süße Schnauze hältst«, kicherte Ainsley liebenswert. »Stimmt das, Isaiah?« Charles wandte sich ihm zu, doch so sehr Isaiah sich auch darum bemühte, konnte er den Blick nicht von dem Mädchen nehmen. »Jeder einzelne Name«, brachte er schrecklich heiser hervor und konnte kaum verbergen, wie heftig sie ihm damit imponiert hatte. »Ich sagte euch doch, dass ich sie unterscheiden kann, mein Lord.« Ainsley bedachte ihn mit einem Schmunzeln und er nickte. »Vielen Dank, dass ihr die Hunde nächtens zu euch geholt habt, my lady«, murmelte er kaum hörbar. Da auch bei näherem Hinsehen an diesem Morgen kein einziger Fleck auf den teuren Böden auszumachen gewesen war, war es sehr zu dem Schluss gekommen, dass Lady Ainsley die Tiere nicht nur gewaschen, sondern darüber hinaus zu sich nach oben getragen haben musste. Ein Umstand, der ihn noch mehr rührte. »Ja, vielen Dank dafür, Ainsley«, warf die Dame des Hauses patzig ein, und er rügte sich in Gedanken dafür, dass er das Thema vor allen angesprochen hatte. Ainsley senkte das Haupt. Für einige Minuten herrschte ein unangenehmes Schweigen, das nur ab und an durch Serendipitys Gähnen und das leise Klappern von teurem, aber geschmacklosem Frühstücksgeschirr durchbrochen wurde. Charles entschied sich endlich dazu, das Wort zu ergreifen. »Isaiah, ich hoffe, du nimmst an meiner kleinen Männerrunde am heutigen Abend teil.« »Selbstverständlich, wie könnte ich mir dieses Ereignis entgehen lassen?« Nachdem er aus Freundlichkeit und Pflichtgefühl zugesagt hatte, Lindsay Fairweather nach dem Frühstück bei ihrem Klavierspiel zu lauschen, würde das abendliche Zusammentreffen eine willkommene Zerstreuung sein. Erneut verging eine Weile, in der niemand sprechen wollte. Ainsley legte schließlich lautlos ihr Besteck beiseite und schickte sich an, die erste Mahlzeit des Tages zu beenden. »Lord Winterbottom, ich hatte gehofft, ihr würdet mir Gesellschaft während eines kleinen Ausritts leisten.« Noch ehe ein überraschter Isaiah antworten konnte, dass er nichts lieber tun würde, als in ihrer Nähe zu sein, erwiderte die Hausherrin. »Der Lord hat bereits zugesagt, meiner Linze bei ihrem Spiel zuzuhören. Du wirst wohl oder übel alleine ausreiten müssen, Ainsley.« Isaiah schluckte, als sich die Lady kaum vernehmlich entschuldigte. »Ihr könnt allerdings gerne meine Hunde mit euch nehmen, Lady Ainsley«, beeilte er sich, einem inneren Drang nachgebend zu sagen. Ainsley nickte, ohne ihn dabei anzusehen, und erreichte gleich darauf die Tür, durch die er sie nicht ohne ihn gehen lassen wollte. »Vielen Dank, my Lord«, murmelte sie tonlos, ehe sie leise pfiff und alle fünf Jäger sogleich auf die Beine kamen, um ihr nach draußen zu folgen. Nun, im Grunde genommen waren es nur vier, da Rush ohnehin an ihrem Bein klebte, als hätte man ihn mit einem unsichtbaren Band an dieses geschnürt. Dann war Ainsley verschwunden. In seiner Brust verkrampfte sich etwas. Was zur zugefrorenen Hölle hatte er da gerade von sich gegeben? Diese liebenswürdige Schönheit bat ihn aus ohnehin unerfindlichen Gründen um seine Gesellschaft, und er bot ihr an, seine Hunde auszuführen. »Sind deine Tiere bei Fremden immer so gehorsam?« wollte Charles staunend wissen, ehe er sich einen weiteren Schluck von seinem Kaffee genehmigte. Isaiah schüttelte ehrlich und selbst überrascht den Kopf. Eigentlich nicht. Warum hatte er ihr diese dann überhaupt mitgegeben? »Dann haben sie an meiner Tochter wohl einen neben solchen Namen gefressen wie sie an ihnen.« Charles lachte brummend in seine Tasse.
Für den Rest des Tages hatte er Ainsley nicht mehr gesehen. Seine Hunde hingegen waren pünktlich zur Mittagsstunde im Esszimmer aufgetaucht. Die süße Lady musste sie reingelassen haben, sie selbst war dem Essen jedoch zu Isaiahs Bedauern ferngeblieben. Trotzdem er viel lieber Lady Ainsley nachgelaufen wäre und den Tag an ihrer Seite verbracht hätte, hatte er sein gegebenes Versprechen gehalten. Das Klavierspiel der jüngsten Tochter des Hauses war, wahrhaft und ohne böse sein zu wollen, grauenhaft, und ihr liebloser Umgang mit der Geige hatte seine Kopfschmerzen, die ihr Einhämmern auf die Tasten des Flügels hervorgerufen hatte, in neue Höhen getrieben. Tatsächlich mussten die Nachbarn also kommen, um von Charles herrlichem Whisky zu trinken, wie Ainsley sie amüsiert angemerkt hatte. Unwillkürlich schmunzelte er. Nun saß er seit einer halben Stunde mit einigen ihm völlig fremden Männern um den Tisch im Salon herum und konnte sich beim besten Willen nicht auf die Gespräche konzentrieren, die man leise führte. Einem der anderen Herren schien es ähnlich zu ergehen, da er gelangweilt in sein Glas stierte und dieses ab und an schwenkte. »Wird Ainsley sich noch zu uns gesellen, Charles, oder hast du sie für den Abend wegen deinem Besuche ausgeladen?« fragte der glattrasierte, recht junge Kerl an seiner Seite mit einem abwertenden Handwink in seine Richtung, als ihm das Warten offenbar zu mühsam wurde. Isaiah hob die Augenbrauen. Die bezaubernde Lady pflegte an diesen kleinen wöchentlichen Veranstaltungen ihres Vaters teilzunehmen? Eine Sekunde später knirschte er, ohne es zu wollen, mit den Zähnen, da er schlagartig befürchtete, einen Rivalen zu haben. Einen jüngeren noch dazu. Kopfschüttelnd rief er sich zur Vernunft. Rivalen? In welchem Kampf? Ainsley wird kommen, Hugh. Du wirst dich wohl noch eine Weile mit uns begnügen können, hm? Erwiderte Charles eindeutig belustigt und warf Isaiah einen undeutbaren Blick zu, während er sein Whiskyglas an den Mund führte. Hatte Isaiah sich seinen Unmut vielleicht anmerken lassen? O Himmel, hatte er sich denn überhaupt nicht mehr unter Kontrolle? Reichte es nicht, dass er nächtens von der 25-jährigen Lady geträumt hatte, als wäre diese nicht so jung für ihn und als würde sie seine Gefühle erwidern? Die Tür öffnete und schloss sich gleich darauf beinahe lautlos wieder. Lady Ainsley, die hinreißend aussah, wurde von allen Anwesenden herzlich begrüßt und nahm Isaiah gegenüber Platz. Er schluckte trocken und bedachte sie mit einem Lächeln, das sie erwiderte. »Wo warst du so lange?« fragte dieser Hugh und schenkte ihr ein Glas Whisky ein, welches sie lächelnd entgegennahm. »Hast du mich etwa vermisst?« wollte sie neckisch wissen und hob eine ihrer schmalen Augenbrauen, ehe sie einen kleinen Schluck nahm. »Natürlich habe ich das getan, Ainsley. Mit diesen Kerlen hier verspricht der Abend immerhin lediglich Langeweile,« grinste der junge Mann. Isaiah gab im Stillen zu, dass er sie ebenfalls vermisst hatte und konnte seine Eingeweide nicht daran hindern, vor Eifersucht zu brennen. »Dann hast du dich noch nicht mit Lord Winterbottom unterhalten, Hughie.« Staunend blickte Isaiah nach diesem unerwartet gekommenen Kompliment zu ihr auf und sein Herz setzte einen Schlag aus, als er sich in ihre grünen Augen fallen ließ. »Die Hunde waren im Übrigen sehr lieb und gehorsam heute Morgen,« fügte sie leise hinzu und wandte sich erneut von ihm ab. »Das liegt nur an euch, my lady,« gab er zurück und versuchte, sein aufgewühltes Gemüt mit Whisky zu beruhigen, was keine allzu großen Aussichten auf Erfolg versprach. Ein tiefer Atemzug von der kühlen Nachtluft sollte sie zur Vernunft bringen. Es war weit nach Mitternacht. Den Abend hatte sie also überstanden, obwohl sie den halben Nachmittag geweint hatte. Lord Winterbottom und sie hatten sich während besagten Abends ausgesprochen gut unterhalten. Alleine und in Gedanken versunken saß sie auf der kleinen Bank und fühlte die makelhaften hölzernen Dielen der Terrasse unter den Schuhsohlen. Sie war nicht dumm. Sie hatte inzwischen sehr wohl begriffen, dass der ausgesprochen liebenswerte Lord Winterbottom gekommen war, um Lindsay zu sehen und mehr. Aus diesem Grund sollte sie es sein lassen, mit ihm zu schäkern. Oder zumindest das zu tun, was sie darunter verstand. Jedoch konnte sie nicht widerstehen, denn jedes einzelne Mal, wenn sie ihn betrachtete, geriet ihr Magen in hellen Aufruhr, und sie wollte ihm nette Dinge sagen, weil er ein liebenswürdiger und attraktiver Mann war. Lindsay mochte ihn nicht einmal, weder den Lord noch seine Hunde. Doch ihre Stiefschwester war anmutig und eine typische Schönheit. Damit konnte Ainsley nicht mithalten. Doch sie brachte Lord Winterbottom und seinen Tieren Sympathie entgegen. Mehr noch, sie glaubte gar, sich in den Mann verliebt zu haben. Das war sehr unklug gewesen, doch genau genommen hatte sie keine Wahl gehabt. »Darf ich mein Laster mit euch teilen, Ainsley?« Seine Stimme riss sie aus ihren Überlegungen, und sie starrte erschrocken zu dem Mann auf, der seit seiner Ankunft ihre Gedanken beherrschte. Eilig strich sie ihre Röcke glatt. Ein schwaches Nicken musste ihm als Antwort genügen. Das tat es auch, denn er setzte sich an ihre Seite und steckte sich eine Zigarre an, um den ersten Zug zu tun und sie ihr dann zu reichen. Ebenso tief wie die Nachtluft zuvor sog sie nun den süßlich schmeckenden Rauch in ihre Lungen.
Seid ihr euren Verehrer also doch noch losgeworden?« fragte er plötzlich in seltsamem Tonfall. »Verehrer? Sie?« Er konnte nur den diskussionswütigen Hugh meinen, der noch eine halbe Stunde vor der Eingangstür mit ihr getratscht hatte, ehe er endlich auf sein Pferd gestiegen war. »Hugh? Er ist nicht mein Verehrer.« Isaiah machte eine langsame Bewegung mit dem Haupt, die etwas zwischen einem Nicken und einem Kopfschütteln war, und legte die Zigarre an die perfekt geschwungenen Lippen, die gewiss einen Kuss oder mehrere wert waren. »Es sah stark danach aus, als wäre er ganz verrückt nach euch.« Ainsley war verwirrt. Horchte er sie gerade aus? Weil er Interesse an ihr hatte? War er eifersüchtig? Es klang lächerlich, doch konnte es nicht vielleicht auch möglich sein? Ihre Handflächen waren feucht, als sie nach dem teuren Genussmittel griff. »Ich denke, ihr irrt euch«, gab sie so gelassen es ihr möglich war zurück und fügte, um ihren emotionalen Standpunkt zu verdeutlichen, hinzu: »Selbst wenn, ich erwidere diese Vernarrtheit nicht.« Stattdessen war sie in Wahrheit verrückt nach ihm. »Ihr mögt meine Hunde«, murmelte er nach einem kurzen Schweigen und brachte sie mit dieser Feststellung zum Lachen. »Nun, in diese bin ich wahrhaftig vernarrt, mein Lord«, gab sie zu und schenkte dem Mann an ihrer Seite einen leuchtenden Blick. »Das gefällt mir«, meinte er daraufhin heiser und fuhr damit fort, in die Ferne zu starren. »Übrigens schätze ich, wie ihr den Anblick eines Gewitters, das über Wasser zieht.« Er hielt inne. »Ihr seid eine sehr liebreizende junge Lady Ainsley.« Ihr Herz raste. Hatte er diese Worte tatsächlich ausgesprochen oder war es eine Illusion? Wie gut, dass es viel zu dunkel war, um ihn ihre geröteten Wangen erkennen zu lassen. »Ainsley, hast du einen Moment für mich?« fragte ihr Vater plötzlich und warf einen flüchtigen Blick durch die geöffnete Tür nach draußen. Hastig senkte sie die rechte, in welcher sich soeben die Zigarre befand, um sie Lord Winterbottom in die Hand zu drücken. Ihre Finger berührten sich und ein wohliger Schauer lief ihr über den Rücken. »Paul hat wieder eine Wagenladung Bücher für dich mitgebracht. Willst du sie noch kurz durchsehen und mir sagen, was davon du behalten möchtest?« »Ja, Vater«, erwiderte sie heiser, und er verschwand, ehe sie sich erhob. »Ich muss euch alleine eurem Laster überlassen, Isaiah.« Mutig beugte sie sich zu ihm hinab, legte ihm die Hand auf die Schulter und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange, ehe sie eilig ins Haus ging. Ohne anzuklopfen, stürmte er nach dem Frühstück in das schlicht eingerichtete Arbeitszimmer seines Freundes. »Denkst du, würde deine Tochter mich heiraten wollen?« stieß er hervor, ohne mit einer langen, noch nicht einmal einer kurzen Einleitung Zeit zu vergeuden und damit zu riskieren, seine Nervosität noch zu steigern. Charles saß hinter seinem Schreibtisch, vor dem Isaiah reglos stand, und sah grinsend zu ihm auf. »Na, deswegen bist du doch hier?« »Ich spreche von Ainsley«, korrigierte Isaiah eilig, um Missverständnisse zu vermeiden, die er im Moment überhaupt nicht gebrauchen konnte. »Nun, das tue ich ebenfalls«, lachte Charles und klappte endgültig das Buch zu, in dem er gelesen hatte. »Dein Brief betraf Lindsay«, erinnerte Isaiah seinen Freund und konnte seine Verwirrung nicht verbergen. »Weil meine Gattin mich sonst umgebracht hätte«, grinste sein Gegenüber und erhob sich in einer langsamen Bewegung, um zwei Gläser aus der Vitrine zu nehmen und sie mit Whisky zu füllen. »Denkst du, ich würde dir dieses kleine Biest aufhalsen wollen?« Er reichte ihm eines der kristallenen Gefäße. Isaiah nahm an, ohne davon zu trinken. »Aber wie konntest du wissen, dass du dich Hals über Kopf wie ein unerfahrener Schuljunge in meine Tochter verliebst?« Isaiah schwieg, um seine Zustimmung zu geben, dass der Nagel sehr korrekt auf den Kopf getroffen worden war. »Gar nicht«, gestand sein Freund. »Aber ich wusste, ihr würdet euch mögen. Meine Ainsley war schon begeistert von meinen Erzählungen über dich.« Ein kleiner Dämpfer. Natürlich. Das Mädchen brachte ihm die Bewunderung und Sympathie entgegen, die es auch für seinen Vater hegte. Immerhin waren Isaiah und Charles im selben Alter. Der Herr des Hauses griff nach der Glocke, die auf dem Tisch lag, und klingelte, um einen Dienstboten herbeizurufen, der bereits im nächsten Moment im Türrahmen stand. »Ja, my Lord?« fragte ein älterer Lakai, und Charles wies ihn an, Lady Ainsley zu holen. Der ergraute Mann verschwand nach einer Verbeugung. Isaiah fuhr sich zittrig durchs eigene Haar, das ebenfalls bereits graue Strähnen aufwies. »Wollen wir darauf trinken, alter Freund?« schlug Charles fortwährend schmunzelnd vor und hob sein Glas. Isaiah ließ das seinige sachte dagegen stoßen und trank das heiß brennende Gesöff in einem einzigen Schluck. Whisky konnte jetzt nicht schaden, betrachtete man das Vorhaben, das er gleich in die Tat umsetzen würde. Eine Sekunde bevor Ainsley mit Rushkani den Raum betrat und ihn mit ihrem Liebreiz und ihrer Herzenswärme auszufüllen schien, beschloss Isaiah, auf einen altmodischen Kniefall zu verzichten, um ihr seine Gefühle nicht gänzlich zu offenbaren. Gewiss sagte sein Verhalten allein schon genug. »Vater, my Lord?«
Ainsley schenkte ihm ein herrliches Lächeln und machte einen Knicks vor ihm. Rush hatte sich an ihre Seite gesetzt und blickte wedelnd zu ihr auf. Isaiah war, wie er ohnehin bereits wusste, bei weitem nicht das einzige männliche Wesen, welches diese Lady anhimmelte. »Isaiah hat dir etwas zu sagen, mein Kind«, überließ Charlie ihm das Wort und nahm auf der Tischkante Platz. Er füllte die Gläser ein weiteres Mal. Wofür genau war er nochmal in den frühen Morgenstunden vor dem Kamin auf und abgegangen, um sich hierauf vorzubereiten, wenn er doch jetzt nicht wusste, was er sagen sollte? Aus ihren grünen Augen musterte sie ihn, doch er musste den Blick senken, um einen Ton hervorbringen zu können. »Ich würde euch gerne um eure Hand bitten, Lady Ainsley. Wir verstehen uns recht gut und ihr mögt die Hunde, da dachte ich...« Weiter kam er nicht. »Sehr gerne würde ich eure Frau werden, Isaiah«, unterbrach sie ihn und erhob überrascht den Kopf, um sich von ihrem strahlenden Lächeln den Atem rauben zu lassen. Himmel, sie hatte tatsächlich ja gesagt. »Darauf sollten wir trinken«, grinste Charles und hatte bereits vorgesorgt. Zwei Monate später. Ungeduldig und unruhig wartete sie in seinem Schlafzimmer auf ihn. Der Umstand, dass sie in getrennten Gemächern ihre Nachtruhe hielten, sollte bald der Vergangenheit angehören, wenn es nach ihr ging. Immerhin verbrachten sie eine Vielzahl ihrer Nächte ohnehin gemeinsam in der Bibliothek, manchmal nur die halbe und gelegentlich die ganze, während derer Isaiah nichts anderes tat, als sie behutsam im Arm zu halten, sobald sie eingeschlafen war. Er hatte nicht einmal die Ehe, die sie lediglich zu Papier gebracht und nicht groß gefeiert hatten, vollzogen. Himmel, wenn sie an das erboste Gesicht ihrer Stiefmutter dachte, als sie erfahren hatte, dass Lord Winterbottom nicht die recht erleichterte Lindsay haben wollte, sondern stattdessen Ainsley gewählt hatte, eilig verdrängte sie die Erinnerung. Es war natürlich wundervoll, sich mit Isaiah zu unterhalten, Zeit mit ihm zu verbringen, einfach bei ihm zu sein. Sie verstanden einander wahrhaftig, als wären sie Seelenverwandte. Doch Ainsley wollte mehr, denn sie begehrte ihn, wie eine Frau eben den Mann begehrte, den sie liebte. Diese Nacht würde prüfen, ob er ebenso leidenschaftlich für sie empfand und sich lediglich zurückgehalten hatte, aus welchen Gründen auch immer. Ihr Herz klopfte hart in ihrer Brust, während sie zitternd auf dem Bett saß und um sich blickte. Nun kam ihr die Idee, die sie hier in diesem Raum umgesetzt hatte, nicht mehr sonderlich gut vor, sondern eher fürchterlich kitschig. Isaiah mochte zwar die romantischen Gedichte dieses herausragenden Schriftstellers, dessen Namen sie nicht aussprechen konnte, doch ob er hiervon begeistert wäre, das wagte sie inzwischen zu bezweifeln. Sie hatte sich gleich nach dem Abendessen zurückgezogen und nach einem Bad in heißem Lavendelwasser damit begonnen, unzählige Kerzen zu entzünden und überall zu verteilen, um das Zimmer in ein warmes Licht zu tauchen. Es duftete herrlich nach Rosen, da sie deren kräftig rote Blätter auf dem Boden und der Bettdecke verteilt hatte. Eine Geste, die gewiss ein junges Mädchen beeindrucken konnte, doch ob sie auch einem Mann gefallen würde, konnte sie aufgrund mangelnder Erfahrung nicht beurteilen. Ihr langes Haar trug sie offen, da er sehr einmal flüchtig angedeutet hatte, es würde ihm gefallen. Ihr Körper, der seine Aufregung nicht verbergen konnte, sondern sie durch Frösteln ausdrückte, war in ein Nachtkleid gehüllt. Ein weißes Kleid aus feinem, seidigem Stoff, das sie sich genäht hatte, da sie sonst nichts in diese aufreizende Richtung besaß. Sie hatte es sich ein wenig raffinierter gewünscht, doch es war nun eher schlicht geworden, weil sie keine sonderlich gute Näherin war und wegen ihrer Ungeschicklichkeit fast die kostbare Seide ruiniert hätte. Rushkani lag in einem Stuhl vor dem Kamin, in dem ein Feuer flackerte und leise knisterte, und blickte ab und an zu ihr hinüber, als wolle er sie ermutigen oder ihr raten zu verschwinden, ehe sie sich in eine peinliche Lage brachte. Ainsley war sich nicht gänzlich sicher und ihr drang, die Flucht zu ergreifen, ehe sie sich endgültig vor ihrem Gemahl mit den wundervollen ozeanblauen Augen blamierte, war wirklich übergroß. Alle Gedanken an ein Fliehen wurden zunichte gemacht, als Isaiah den Raum betrat und erstaunt innehielt. Ainsley erhob sich. Irritiert sah er sich um, ehe ihre Blicke sich trafen und er sehr langsam die Tür hinter sich ins Schloss fallen ließ. »Ich habe auf dich gewartet«, brachte sie heiser hervor, obwohl er das gewiss auch ohne ihre Erklärung bemerkt hätte. Vor Überraschung und Aufregung versagte ihm die Stimme, als er zu einem Ungläubigen auf mich ansetzen wollte. Wahrhaftig würde er, wenn sie nicht gerade in seinem Schlafzimmer stehen würde, glauben, sie habe einen anderen Mann erwartet. Sein Magen hatte sich auf eine sehr angenehme Weise umgedreht, als er die Rosenblätter und Kerzen erblickt hatte, und dann seine wunderschöne Lady, die in einem Hauch von nichts vor ihm stand und die er heftiger begehrte als jemals eine Frau zuvor. Nach einem Grund für ihr Warten brauchte er nicht zu fragen, denn er war offensichtlich, doch ihre besorgte Miene ließ ihn zögern. Was? Er musste sich räuspern, die Heiserkeit wollte jedoch nicht gänzlich verschwinden.
Was machst du hier?« Ihre Stirn legte sich in Falten und er begriff, dass seine Worte nicht klug gewählt waren. Keinesfalls wollte er, dass sie dachte, er würde sie hier nicht haben wollen, hier und so leicht bekleidet. Seine Lenden reagierten mit einem feurigen Brennen darauf, dass er seinen heißen Blick über ihren zierlichen Körper wandern ließ. »Ich«, stammelte sie, unterbrach sich selbst und senkte unsicher das Haupt. »Versuchen, dich zu verführen.« »Mich verführen«, wiederholte er atemlos und dachte an den unschuldigen Kuss, den sie ihm kurz vor ihrer Hochzeit auf die Wange gedrückt hatte. Er war harmlos gewesen, doch dieser hatte ihm bereits halb den Verstand gebracht. »Es war dumm von mir, bitte verzeih«, brachte sie hervor und wollte an ihm vorbeieilen, doch er griff nach ihrem Oberarm. Seine Berührung ließ sie innehalten und aus feucht gewordenen Augen zu ihm aufsehen. Er wusste nicht recht, womit er sie verletzt hatte, was er dennoch heftig bereute. Dachte sie denn wahrhaftig, er würde sie nicht haben wollen? Unfähig, seine ohnehin bröckelnde Selbstbeherrschung bei ihrem Anblick weiter aufrechtzuerhalten, beugte er sich zu ihr hinab und beanspruchte ihre zarten Lippen für seinen hungrigen Mund. Ainsley keuchte erschrocken auf und wich eine Winzigkeit vor ihm zurück. Doch noch ehe er aus diesem Grund von ihr ablassen konnte, hatten sich ihre Arme um seinen Hals geschlungen und ihr weicher Körper presste sich an den seinen. Aufstöhnend legte er seine Hände in den schmalen Rücken, fühlte ihr Haar auf der Haut und die feine Seide unter seinen Fingern, die ihre Wärme angenommen hatte. Lockend umspielte er ihre neugierige Zunge. Seine steife Männlichkeit drückte sich ausgesprochen ungeduldig gegen den Stoff seiner Beinkleider, doch er ermahnte sich zur Behutsamkeit und dazu, sich Zeit zu nehmen. Mit unschuldigen Frauen hatte er keinerlei Erfahrung vorzuweisen, und er wollte mit dieser atemberaubenden und unerwartet anschmiegsamen Lady hier in seinen Armen, seiner Lady, keinen Fehler machen. Mit der linken strich er über ihr festes kleines Hinterteil, während seine rechte vorsichtig zu ihren verlockenden Brüsten wanderte, um deren zarte Rundungen zu erkunden. Ainsley beantwortete seine behutsamen Erforschungen mit einem leisen, heißen Stöhnen in seinen Mund, welches sein erhitztes Gemüt noch weiter anspornte. Verflucht sollte er sein, doch er wollte sie nackt und er wollte sie jetzt und er wollte sehen, wie sich ihr schönes, langes Haar über die Laken ergoss, wenn er sie nahm. Angetrieben von seiner Lust packte er sie bei den schmalen Hüften und schob sie zum Bett hinüber, auf dem er sich mit ihr niederließ. Ihre sanften Gegenwehr, die er dadurch bemerkte, dass sie ihm die kleinen Hände auf die Brust legte, kam er jedoch sogleich nach. Schwer atmend blickte er in ihr Gesicht und erkannte das verschmitzte Lächeln auf ihren feuchten Lippen. Ihre grünen Augen strahlten. »Isaiah, du scheinst gerade zu vergessen, dass ich gekommen bin, um dich zu verführen, nicht umgekehrt«, wisperte sie verheißungsvoll und zwang ihn sanft dazu, sich mit ihr herumzudrehen, sodass sie halb auf ihm lag. Verwirrt ließ er sein Mädchen gewähren, da er jedem Einzelnen ihrer Wünsche nachkommen würde. Langsam öffnete sie, ihn dabei fortwährend küssend, die Knöpfe seines Hemdes und streifte es ihm ab, ehe sie fortfuhr, ihn seiner Beinkleider zu entledigen. Neugierig streichelten ihre zarten Fingerspitzen seine Erektion, und es war nun an ihm, unterdrückt aufzustöhnen. »Das gefällt mir«, murmelte sie heiser an seinen Lippen und umfasste seine harte Länge mit der ganzen Hand, so dass er sich darüber im Klaren war, dass sie von seiner Männlichkeit sprach. Ihn verführen? Mit solchen Feststellungen, gepaart mit anzüglichen Gesten, brachte sie ihn glatt um den letzten Rest seines Verstandes. Zu seiner Leidenschaft für das Rauchen kam ein zweites Laster hinzu, welches so viel sinnlicher und so viel hitziger war. Ainsley. Mit sanftem Druck brachte sie ihn dazu, sich halb zu erheben und sich mit dem Rücken an das kühle Kopfteil des Himmelbetts zu lehnen. Den luftigen Rock ihres Nachtgewandes anhebend, setzte sie sich auf seinen Schoß, um damit weiterzumachen, seinen Mund mit ihren süß schmeckenden Lippen und ihrer Zunge zu liebkosen. Nachdem er ihr die schmalen Träger von den Schultern geschoben hatte, offenbarten sich ihm ihre Brüste und er legte ihr die Hände in den Rücken, um sie etwas höher zu schieben und abwechselnd die rosigen Spitzen ihrer Rundungen in den Mund zu nehmen. Ainsley bog sich ihm fordernd entgegen und gab einen entzückenden Laut der Leidenschaft von sich. Himmel, er konnte nicht länger warten. Er griff zwischen ihre Körper und half seiner ungeduldigen Männlichkeit, behutsam ihre nasse Hitze zu erobern. Für einen Moment verharrte er ruhig, obwohl es in ihm brodelte, ehe er tiefer in sie stieß. Ainsley keuchte vor Schmerz, die Wange an seinen Scheitel gepresst. Unwillkürlich murmelte er einen Fluch an ihrer zarten, nach Lavendel duftenden Haut. Hätte er es geschickter anstellen können, um ihr keinen Schmerz zuzufügen? »Es tut mir leid«, wisperte er und fuhr mit den Fingern durch ihr Haar. Zu seiner Verwunderung wich sie so weit vor ihm zurück, dass sie ihm in die Augen sehen konnte. »Ich bin nicht zerbrechlich, mein Liebster.« Als wären ihre Worte ein Versprechen gewesen, begann sie sich auf ihm zu bewegen. Erst langsam, bis sie mit ihren sich beschleunigenden Atemzügen mithalten wollte und schneller wurde. Ihre erregte Miene und das sanfte Auf und Ab ihrer Brüste waren ein köstlicher Anblick, der seine Leidenschaft weiter schürte, obwohl er bereits gänzlich in Flammen stand. Als sich ein halb erstickter Schrei ihrer Kehle entrang und sie sich mit den Fingern in seine Schultern krallte, folgte er ihr und wurde von der Heftigkeit seines Höhepunkts überwältigt.
Leise seufzend schmiegte sie sich an ihn und er schlang die Arme so fest um sie, weil er nicht vorhatte, sie jemals wieder loszulassen. Zumindest nie für lange. »Ich verspüre das dringende Bedürfnis, unser Laster zu teilen«, wisperte sie atemlos und Isaiah lachte, da er ebenfalls Lust auf eine Zigarre hatte. Dann hüllten sie sich in Schweigen. Die Stille breitete sich aus, doch er hatte vor, sie alsbald zu brechen. »Ich liebe dich, Ainsley. Nur deswegen bat ich um deine Hand«, brachte er schließlich hervor und küsste ihren Hals. Sie kicherte leise und ihre Finger strichen sanft durch sein Haar. »Ich habe mich bereits in dich verliebt, als du nass und mit einer Zigarre im Mund unter diesem Baum gestanden hast.« Sein Herzschlag beschleunigte sich, obwohl er sich gerade erst beruhigt hatte. Er drückte sie noch fester an sich, sollte das überhaupt möglich sein, und sie senkte ihren Mund auf den seinen, um ihm einen Kuss zu schenken, der ihn wissen ließ, dass sie die Wahrheit sprach.